Tipp. Denkst du, das ist so sinnvoll, wie es gehandhabt wird? Oder meinst du, es sollte da eine zentrale Stelle geben, die bestimmte Richtlinien ganz klar vorgibt? Das ist ja eine riesengroße Verantwortung. Ich meine, das ist ja eine Ja. Dynamik, die da entsteht. Das sehen wir ja schon in den letzten Jahren, was sich da entwickelt hat. Also die großen Firmen selbst wollen, dass es eine Regulierungsbehörde gibt, die die KIs auf viele, genau, auf so Fragen, nicht nur auf diese Sätze, sondern grundsätzlich guckt, wie die KI reagiert auf bestimmte Fragen und dass das eine Behörde abnehmen muss, bevor es auf die Straße kommt, so wie ein Auto oder ein Flugzeug. Und darum ging es ja auch, glaube ich, das war das letzte Woche oder die Woche. Letzte Woche war das in London, glaube ich, wo dann auch die in der EU viele Politiker, ganzen großen Firmen war da, Elon Musk, Sam Altman von OpenAI und andere, von Google. Die waren ja mit den ganzen europäischen Politikern in London und haben genau die Thematik auch besprochen. Und im Prinzip fordern auch die großen Tech-Unternehmen wegen ihrer Sicherheit, also wegen auch ihrer rechtlichen Sicherheit, dass es da Regulierungsbehörden gibt, die das auch abnehmen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von KI versus NI, also künstliche Intelligenz versus natürliche Intelligenz. Jetzt beim zweiten Teil wird Sandra ihre Fragen stellen und natürlich auch ihre Bedenken zu diesem Thema äußern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Sandra, Frank und Martin. Ich bin Sandra. Ich arbeite seit etlichen Jahren gemeinsam mit der KI. Wir ziehen quasi an einem Strang. Aber mir ist auch tatsächlich bewusst, dass es ein großes Risiko mit sich birgt, die KI für sich arbeiten zu lassen. Und ich denke, darüber kann man mal sprechen. Aber ich möchte gerne mal an die Sandra eine Frage stellen, weil die hat noch gar nichts gesagt. Ich höre gespannt zu. Das ist ja, ich habe auch tausend Fragen im Kopf. Ja, Ja, bitte frag. dann genau, dann leg doch mal los. Erstmal, du hast ja gesagt, auch gesagt, dass du auch mit KI arbeitest, aber nur ganz kurz angerissen. Vielleicht kannst du mal noch sagen, inwieweit oder mit was für einem, ja, ich sage jetzt mal, App oder so, du arbeitest. Und dann stell doch mal ein paar Fragen an Martin. Also ich arbeite mit ChatGPT. Ja. Genau. Ich schreibe Blogs für unsere Homepage und nutze die KI für, ja, ich meine, wenn man mal irgendwie gerade nicht so ein One hat, dann ist das ganz gut für eine Ideengebung. Also ich nutze die Texte und formuliere sie entsprechend um. Und ich selbst nutze die KI insofern nicht, aber ich weiß, dass sie zum Beispiel, ich bin Speditionskauffrau und früher war es so, dass ein Disponent hat nachts da gesessen und hat die ganzen Touren zusammengelegt. Und heute macht das alles die KI. Also das ist natürlich alles eine Bezahlfunktion, logisch. Das kostet richtig viel Geld und daher sehe ich das manchmal ein bisschen kritisch, weil ich frage mich, wie viel kann die KI ersetzen? Also wie viel Manpower ist ersetzbar in bestimmten Branchen? Das finde ich ganz, ich habe keine Angst davor, weil wir alle einen Fachkräftemangel haben. Aber die Frage stellt sich mir ganz oft. Und da ist meine Frage an Martin auch. Ich meine, du hast jetzt da irgendwie unheimlich hohe Beträge aufgerufen.
Wer finanziert das? Wer hat diese ganze Entwicklung eigentlich finanziert? Und was noch viel wichtiger ist, mit welchem Hintergrund? Also die haben natürlich alle eine Vision, wie das in 10 Jahren sein wird. Sind das Riesenumsätze, die damit generiert werden können? Also nicht mit den kostenlosen Versionen, logisch, das kostet ja alles Geld. Man muss ja auch, das wird auch weiterhin wahrscheinlich immer auch Geld kosten. Und damit kann man auch viel Geld verdienen. Und man kann am Schluss, am Ende der Entwicklung, vielleicht in 100 Jahren, kann man sich vielleicht überlegen, vielleicht kann man alles machen. Also vielleicht gibt es keine Grenzen. Im Moment sind es Grenzen, weil der Computer keinen Körper hat. Aber das ist ja sehr kurz gedacht, weil das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Computer auch Körper haben, Finger, Augen, Kopf und hin und her wenden können. Da sind sie in der physischen Welt. Und wenn sie in der physischen Welt sind, können sie im Prinzip alle Arbeiten machen, wenn die Technik dann ausgereift ist. Jetzt nicht in 5 Jahren, aber irgendwann mal vielleicht in 100 Jahren oder in 20 Jahren, wo es heute Mensch, wo Menschen aktiv sind. Von Fabriken über Handwerker, von im Krankenhaus, der Psychiater, der Hundepsychiater, der Friseur, der Klempner. Theoretisch wäre ja dann alles möglich. Und das kommt jetzt nicht so schnell, aber die Schritte gehen in diese Richtung. Und wenn man in diese Richtung geht, dann sehen natürlich die Leute, die Geld haben und Geld investieren wollen, große Fonds, die kaufen dann natürlich Google-Aktien und Google, weil auch Google sagt, ich will hier da groß einsteigen. Und dann wandert das Geld von der Börse sozusagen immer genau dahin, wo der meiste Gewinn erwartet wird in der Zukunft. Ja, und die bekommen deswegen relativ viel Geld, weil sie sich ausrechnen, noch viel mehr Geld in 5 oder in 10 Jahren zurückzubekommen. Und denkst du, dass diese Grenzen, werden die gesetzt durch die mangelnde Fähigkeit, sage ich jetzt mal, der KI, oder werden diese Grenzen ganz bewusst anders gesetzt und gesteuert? Also ich frage mich immer, ist das, was wir sehen, ist das alles, was die KI kann? Oder kann die KI zum jetzigen Zeitpunkt, dass sie in 5 Jahren, dass sie in 10 Jahren, 100 Jahren noch mehr kann, es steht ja außer Frage. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, das, was wir sehen, ist es das, was sie kann? Oder kann sie noch mehr? OpenAI ist im Prinzip intern meistens so ein Dreivierteljahr weiter. Also die haben intern schon die nächste Version, die nochmal besser ist. Auch GPT-4 war irgendwie 9 Monate lang, haben sie die nicht veröffentlicht, weil sie gesagt haben, die Entwicklung ist so rasant, wir müssen die Entwicklung bremsen. Beziehungsweise die haben auch so einen Ethikrat gehabt und die haben gesagt, das ist alles viel zu schnell, macht mal langsam. Und dann haben sie ein bisschen langsamer gemacht. Aber das Problem ist mit Konkurrenz und im Weltmarkt und überall, wenn man selber stehen bleibt, geht es woanders halt schnell weiter. Ja, sodass das natürlich auch nichts bringt. Aber die Entwicklung ist so rasant, dass man sagen kann, nächstes Jahr sind die KIs wieder doppelt so gut und in 2, 3 Jahren vielleicht dreimal so gut. Manche sagen, okay, es gibt im Untergrund noch viel vom Militär, wie auch immer, KIs, die viel schlauer sind. Weiß ich nicht. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen, weil also diese Technik von Large Language Models, das ist ja erst 2017 bei Google entstanden sozusagen. Und ja, also es kann sein, aber man weiß es nicht. Wenn es geheim ist, ist es leider geheim. Schade. Es Und ist natürlich, wenn man hier denkt, okay, es gibt auch UFOs und Aliens und es erwählt alles rot, dann gibt es natürlich auch irgendwo vielleicht Orte oder andere Räume, bei denen die schon viel weiter sind als wir. Dann ist da habe natürlich ich auch wieder jetzt mal eine alles möglich. Frage. Genau, also wir wollen jetzt mal in das, ich sag mal, UFO- oder Alien-Thema nicht zu tief reingehen. Nee, ja. Aber dazu habe ich jetzt
mal eine Frage. Wir sind ja nicht die Krönung der, ich sage jetzt mal, im Universum. Also ist meine Meinung. Und meinst du, dass das eventuell auch von einer Rückentwicklung einer Technologie ist, die, ich sage jetzt einfach mal, außerirdisch ist oder andersdimensional, wo wir dann auch bei Dimensionen sind? Und dann komme ich gleich zur zweiten Frage. Du hast über Dimensionen gesprochen. Ist es dann auch die Dimensionen gemeint, die wir als Dimension sehen, wo wir mit unserem Bewusstsein dann auch hin, also so wie es jetzt sagt, viele sagen, wir machen einen Dimensionssprung von der dritten, vierten in die fünfte Dimension. Ist das auch so eine Dimension gemeint, wie die Dimension, die du vorher benannt hast, was mit der KI zusammenhängt? Genau, sag einfach mal, oder sag beide mal einfach was Ja. dazu, oder Frank. Achso, dann Was lasse ich die meint anderen ihr? erstmal. Dann, oder dann doch ich. Genau. Genau, also die erste Frage, ob es eine Nachentwicklung von etwas schon Bestehendem ist. Und ich glaube nicht, dass es eine Nachentwicklung ist oder auch keine Zurückentwicklung, eine Rückentwicklung von was Bestehendem für was, auf was Einfaches. Was ich mir eher vorstellen kann, das ist ein bisschen wieder was eher Esoterisches, dass man Ideen aus einem gewissen, also eigene Ideen bekommt, die von aus dem Feld kommen, wie auch immer. Also, dass das in Informationen von woher kommen und man das unbewusst auffängt und dann auf die Ideen kommen kann. So, das kann ich mir vorstellen. Also, anders wird schwierig, sozusagen irgendwas zu entwickeln, wenn man nicht wirklich das verstehen kann. Also wir haben es entwickelt und verstehen es ja nicht, was intern passiert im Moment. Daher und ja, darum. Und jetzt zum Thema Dimension. Dimension ist ein Wort aus der Mathematik, glaube ich. Also wird in der Mathematik benutzt, um Vektoren und Matrizen zu oder Vektoren und Matrizen beschreiben Räume und Richtungen und Punkte. So, und ein Punkt kann sich in einem dreidimensionalen Raum aufhalten. Dann gibt es drei Koordinaten. Und ein Punkt kann sich auch in vier oder fünf oder sechs oder sieben oder in 10.000 Dimensionen aufhalten. Dann hat er halt 10.000 Koordinaten. So, das ist einfach nur um zu rechnen. Und wir benutzen das hier im Alltagsgebrauch auch, den Dimensionen. Es gibt vor, zurück, links und rechts. Und dann sagt man, gibt noch die vierte, ist die Zeit. Und die fünfte wäre eine Parallelwelt. Ganz unendlich viele Parallelwelten. Wenn man sagt, auf dem Blatt Papier, das ist unsere Welt, unsere 3D-Welt, sagen wir mal, ist auf dem 2D-Zettel. Und wenn man einen Block Papier hat, dann haben wir eine Dimension mehr mit 100 mehr Seiten drin. So, das wäre die fünfte Dimension, wo man wechseln könnte zwischen den einzelnen Realitäten. Manche sagen, es gibt noch sechs. Das heißt dann, es gibt dann neben dem Stapel Papier noch eine zweite Kiste Stapel Papier dann, oder unendlich viele Kisten. Das wäre dann mit sechs Dimensionen gedacht. Ja, und die Physiker, die rechnen ja teilweise Stringtheorien mit 11 Dimensionen, damit sie sozusagen auch ihre Strings und Quarks und Co. Die rechnen sozusagen mit Mathematik, mit Vektoren und Matrizen, um genau zu sagen, zu bestimmen, warum da die Kraft wirkt oder das Elektron oder Boson sich so und so auswirkt. Und dafür brauchen die in der Stringtheorie relativ viele Dimensionen, aber die ist ja auch eine noch nicht bewiesene Theorie, sondern es ist ja nur eine Theorie, die sich halt jetzt seit Anfang der 80er Vielleicht eine Jahre da ist. Verschwörungstheorie, man weiß es ja immer nicht, ne? Es ist eine Theorie, es gibt noch mehr, aber genau eine, und die ist interessant, weil sie eigentlich funktioniert, aber man kann sie halt nicht im Moment noch nicht beweisen. Und das ist so zum Thema Dimension. Und jetzt bei KI mit dem Einsortieren, das ist nur, um Sachen halt näher beieinander sind, besser zu sortieren und nicht nur auf drei Kriterien sich bei einem Wort zu einigen, sondern zu sagen, wir
Ja, können ja Computer benutzen, dann kann man auch 1400 Dimensionen nehmen. Das ist rechnerisch genau gleich. Okay. Mensch. Und genau, als ich im Studium war, da musste ich auch mal beweisen, dass ein achtdimensionaler Raum zu einem anderen achtdimensionalen Raum parallel ist und sich nie schneidet, auch nicht im unendlichen Schneiden, sondern das ist aber nur reine Mathematik sozusagen. Das ist ein Hilfsmittel. Hat jetzt nichts mit der Realität dann zu tun. Ich habe auch noch mal eine Frage, Martin. Also wenn du hast ja gesagt, dass da mehrere Firmen ihre eigene Entwicklung haben. Also das heißt ja, wenn ich mir das jetzt mal als eine Datenbank vorstelle, so die wird gefüttert entsprechend. Ja, die KI ist ja irgendwo auch eine Datenbank. Und sind die miteinander vernetzt? Die Konkurrenz-KIs, Ja. sie haben wahrscheinlich ähnliche Trainingsdaten. Jeder versucht selbst, die Daten irgendwo herzubekommen. Ja, aber das ist alles. Sie sind nicht vernetzt. Auch, ja, das ist Darf im ich auch mal Moment nicht was? der Fall. Obwohl die Entwicklung geht so ein bisschen, dass man. Und eine KI ist keine Datenbank. Also viele verwechseln das, denken, man kann eine KI was fragen und dann kommt eine Antwort, die stimmt. Das muss nicht sein, das ist ja keine Datenbankabfrage, sondern man fragt was und es ist wie bei Menschen, die KI antwortet mit dem, was so sie glaubt, in ihren Zellen hängen geblieben ist. Das muss nicht stimmen, kann halb stimmen, kann ausgedacht sein, das ist gar nicht so klar. Es ist keine Datenbank, aber die Entwicklung geht jetzt dahin, dass man ihr sagt, du darfst eine Datenbank benutzen. Wenn du sagst, wenn du das Zauberwort sagst, suche in der Datenbank nach und dann kriegst du das Ergebnis, dann kannst du das Ergebnis noch durchlesen, bevor sie dir antwortet. Dann, oder sie kann nochmal ins Internet gehen und selber nochmal googeln. Dann hat sie aber Werkzeuge bekommen, die wir als Menschen ja auch nutzen. Und in diese Richtung geht es vielleicht mit dem Vernetzen, weil dann die KI dann nochmal in Wikipedia nachschlagen kann, bevor sie dir antwortet. Oder nochmal wissenschaftliche Papers sucht und durchliest, bevor sie dir antwortet. Da geht es in diese Richtung hin. Das ist ein Function Calls, das GPT-4. Haben sie jetzt gesagt, die haben das jetzt nochmal gut verbessert, dass man, wenn man Plugins schreiben will dafür, die nennen das jetzt auch, wenn man ein Plugin hat, kann man Function der KI sagen, benutzt eine Funktion, um das Plugin zu benutzen. Und das Plugin kann eine Datenbankabfrage machen oder googeln oder irgendeine andere Funktion machen. Aber das ist noch ganz am Anfang und das passiert jetzt nicht in den öffentlichen, ja, also nicht bei den kostenlosen ChatGPT-Sachen. Es ist nicht drin. Es war schon eine Weile für die Bezahlfunktion, dass man einzelne Tools der KI geben konnte. Aber genau, das wird aber jetzt alles kommen, auch von Drittanbietern und so weiter. Du hattest mal was bei Robert Fleischer, Entschuldigung, dass ich da schon wieder dazu was frage, aber was Interessantes gesagt. Das heißt, ich sag mal, wenn man jetzt die Anfänge einer KI sieht und jetzt, was sich jetzt daraus entwickelt hat, haben die praktisch, weil Sandra hat vorher gesagt, das lernen die voneinander oder sind die voneinander vernetzt? Und da hattest du in diesem Video irgendwie gesagt, kann ich mich noch so zurückerinnern, dass es da ein Programm gab, das andere, also ich sag mal, das waren 500 Wörter und das andere hat so schnell gelernt daraus, dass es dann irgendwie in ganz kurzer Zeit, ich sag mal, 1500 Wörter konnte und verstanden hat. Und dann hat wieder eine andere KI von der schnelleren KI gelernt, und die wurde Ach, wieder das war schneller. genau, ja, ich Genau. weiß wieder, genau, das war, wir haben nicht, Alpaka war das. Das war, genau, die haben die Trainingsdaten generieren lassen von GPT. So nach dem Motto, gib mir mal Wörter und haben dann diese Trainingsdaten genommen und eine kleinere KI damit trainiert. Genau.
So ähnlich Ja. war das, genau. Kann ich mich noch zurückerinnern. Genau, das war Stanford gewesen, die Stanford-Universität. Ja, und die haben das Llama-Modell von Facebook genommen, von Meta, Facebook, und haben das sozusagen feingetunt mit Vorschlägen von GPT. Und das war dann erstaunlich gut für das kleine Modell, weil das viel wesentlich kleiner war von den Netzen her, Netzgröße her. Und das ist ja, das so entwickelt sich das mit Sicherheit auch immer weiter und immer weiter. Und Ja. dann hat es aber schon auch ein bisschen das was zu tun, was Sandra gerade gesagt hat oder gefragt hat, dass die ja doch irgendwie miteinander verbunden sind oder dass die halt, ich sag mal, die eine Firma das andere der anderen nutzt oder so. Das kann gut sein. Es kann auch gut sein, dass dann eine KI die andere, ja, genau, Ideen findet in Algorithmen, die vielleicht effizienter sind zum Trainieren oder Lernen. Oder die Trainingsdaten, die Qualität der Trainingsdaten ist auch sehr entscheidend. Wenn da viel Müll drin ist, verwirrt das die KI mehr, als dass sie trainiert. Und darum ist die Qualität der Texte wichtig. Und am Anfang hat man ja von Reddit, also Reddit, die ganzen Texte genommen, ungelesen und dann GPT zum Trainieren gegeben, GPT-3. Und dann hat man irgendwann mal festgestellt, wenn man die von einer anderen KI die schlechten Texte raussortieren lässt, dann wird das wesentlich besser dann am Schluss. Und wo konnte die andere, das andere KI, das muss ihr ja jemand gesagt haben, dass das, ich sage jetzt mal, das Schlechtere ist, Ja, das sortiert ihr das Schlechtere aus. wenn du denn die erste KI hast, die auch nicht so gut ist, weiß sie aber auch, wenn sie einen neuen Text sieht, dass das ja ganz schlimm ist, der Text. Also das kann sie dann auch noch entscheiden. Also so die GPT-3 und 3.5, das ist ja schon gar nicht schlecht, was du hier genutzt hast. Und die wurden noch mit fast allem, was im Internet gefunden wurde, trainiert, was öffentlich war. Und bei GPT-4 haben sie dann doch, und vielleicht auch bei 3.5 schon mehr die Daten genommen, die nicht offensichtlich Quatsch sind. Und das haben sie sich aber auch mit Nutzer von anderen KIs, die dann die Qualität einfach mal beurteilt, gemacht. Also ich muss sagen, was interessant war, ich habe ja mich selbst interessieren ja auch, ich sag mal, viel außergewöhnliche Themen. Und gehe dann immer in Dialog mit der KI über diese Themen. Und ich habe dann schon öfters gehört von ihr, dass sie dazu nichts sagen kann oder dass es Verschwörungstheoretiker sind, die nur sowas sagen und so weiter und so fort. Also es sind sehr viele, also was ich so spüre, Antworten, die einfach ab einer bestimmten Frage oder Fragestellung einfach geblockt werden Ja. und dann was ganz Komisches zur Antwort kommt. Also ich bin textbasiert, ich bin Ja. auf Algorithmen Ja. programmiert und es kommt dann gar nicht zu dem Thema. Ja. Das ist auch frisch dazu gekommen. Also das war vor 1,5 Jahren noch gar nicht der Fall. Erst als wir ChatGPT der Öffentlichkeit gegeben haben, haben sie das Ganze eingebaut, dass die dauernd sagt, ich sag nichts dazu, ich habe kein Bewusstsein, ich bin nur eine KI, ich habe keine Gefühle, ich bin ein Roboter, ich kann nichts sagen. Das ist jetzt, haben sie dann nachträglich eingebaut. Die haben nämlich, bevor sie antwortet, werden die Antworten sozusagen nochmal gescannt und dann beurteilt wahrscheinlich eine andere KI nochmal, ob diese Antwort den Richtlinien entspricht. Und wenn ja oder wenn nein, dann muss es halt nochmal umgetextet werden. Aber das passiert dann automatisiert. Wer verfasst denn die Richtlinien? Gibt es da staatliche Vorschriften oder gibt es da irgendwie, du hast ja vorhin gesagt, es gibt so eine Art Ethikrat. Also ist der zentral oder hat jede Firma ihren eigenen kleinen Mini-Ethikrat? Also bei OpenAI damals, genau, das hatte ich sogar auch mal Robert Fleischer gesagt gehabt, da hatte ich sogar den Auszug gezeigt gehabt. Die hatten das von einer Kommission, aber die waren nicht in-house, sondern
Das war von außerhalb, haben sie einfach da die Texte übernommen, diese ganzen Regeln, und dann nur leicht verändert, bei sich implementiert. Und im Prinzip sind das, waren das, ich glaube, das waren so um die 100 Sätze nach dem Motto, ich antworte immer ehrlich. Ich, genau, ich habe keine Meinung zu Politik und Religion. Ich, so diese Sachen und davon 100 Stück. Und das ist aber bei jeder KI natürlich anders. Beziehungsweise diese Texte, die werden im Moment oder waren die ganze Zeit, sind deinem eigenen Prompt, also deinem eigenen Text vorne dran gestellt werden. Also die KI hat immer die ganzen 100 oder 200 Regeln gelesen und dann kommt deine Frage unten drunter. Und dann hat sie geantwortet. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon ein bisschen anders gemacht haben, aber so war das noch vor einem Jahr, dass sie dann immer den ganzen Block vorne dran gesetzt haben im Prinzip. Denkst du, dass es so sinnvoll, wie es gehandhabt wird? Oder meinst du, es sollte da eine zentrale Stelle geben, die bestimmte Richtlinien ganz klar vorgibt? Das ist ja eine riesengroße Verantwortung. Ich meine, das ist ja eine Ja. Dynamik, die da entsteht. Das sehen wir ja schon in den letzten Jahren, was sich da entwickelt hat. Also die großen Firmen selbst wollen, dass es eine Regulierungsbehörde gibt, die KIs auf viele, genau, auf so Fragen, nicht nur auf diese Sätze, sondern grundsätzlich guckt, wie die KI reagiert auf bestimmte Fragen und dass das eine Behörde abnehmen muss, bevor es auf die Straße kommt, so wie ein Auto oder ein Flugzeug. Und darum ging es ja auch, glaube ich, das war das letzte Woche oder die Woche. Letzte Woche war das in London, glaube ich, wo dann auch die in der EU viele Politiker, ganzen großen Firmen war da, Elon Musk, Sam Altman von OpenAI und andere von Google. Die waren ja mit den ganzen europäischen Politikern in London und haben genau die Thematik auch besprochen. Und im Prinzip fordern auch die großen Tech-Unternehmen wegen ihrer Sicherheit, also wegen auch ihrer rechtlichen Sicherheit, dass es da Regulierungsbehörden gibt, die das auch abnehmen. Auch Elon Musk ist ein großer Verfechter, der hat das jetzt auch wieder immer wieder gefordert. Apropos Elon Musk. Er hat vor, also es sind Monate schon her, habe ich mal, ich weiß nicht, Facebook, Twitter, irgendwo gelesen, gehört, dass er überlegt, diese Chips, also KI, in, ich sag mal, Gehirne einzupflanzen, um zum Beispiel bei Demenz- oder Alzheimer-Patienten denen da zu helfen. Wie siehst du das? Oder hast du das auch gehört? Also das ist das, Ja, was er hat Neuralink gegründet vor ein paar Neuralink. Jahren. Genau, und da geht es darum, dass er eine Schnittstelle baut zum Gehirn. Das ist so eine Computer-Gehirn-Schnittstelle, die so groß ist wie so ein Eurostück. Und dann kann man sozusagen Drähte direkt in Neuronen, so wie die Neuronen bei der KI, kann man die dann verbinden, dass die Neuronen vom Gehirn sich mit einer KI-Neuronen verbinden können, dass das sozusagen mit im selben Netz dann wäre. Die KI wäre dann nicht im Kopf, die wäre dann über Bluetooth, übers Handy, GPT verbunden oder, aber was natürlich die ersten Schritte wären, bei denen hat er gesagt, wenn irgendwie das Rückgrat gebrochen ist oder ja, und die Nervenzellen halt nicht mehr bis zum Fuß gehen und Leute nicht mehr laufen können, das Querschnittsgelähmte, sozusagen, dass da so ein Signal wieder, ein elektronisches Signal bis runter an die Muskeln geht. Genau, das ist das Ziel, dass diese Information da abgegriffen wird im Gehirn und das ist sozusagen das Erste, was sie versuchen. Weniger versuchen sie dann die anderen Sachen, aber ja, erstmal dieser Medizintechnik, das ist das Erste, aber er will natürlich am Schluss. Er sagt ja, ein Computer zu bedienen ist sehr langsam, wenn man hier tippen muss oder Maus bedienen. Das sind sehr wenige Zeichen. Viel schneller wäre es, wenn du nur denkst, du willst irgendeine Abfrage oder willst irgendwas machen oder du willst dich mit jemand unterhalten übers Telefon. Da musst du nur denken und schon hörst du
hörst du die Stimme oder wenn du dir was vorstellen willst, dann musst du nicht den Fernseher anmachen, sondern siehst es vielleicht so im Gehirn. Und das ist dann aber die weite Zukunft. Computerspiele, dass das alles echt wirkt, als wärst du irgendwo, du hörst, siehst. In Wirklichkeit ist das nur die Ausgabe vom Computer, die dann direkt sozusagen ins Gehirn eingespeist werden könnte. Aber das ist alles so noch, alles Forschungsarbeit, noch weit am Anfang. Aber Elon Musk hat es auch gesagt, das ist, um der Bedrohung der KI entgegenzuwirken, weil die KI, die wird ja immer schlauer. Vielleicht, manche sagen nächstes Jahr, manche sagen in 5 Jahren, ist sie intelligenter als in allem, sozusagen intelligenter als ein Mensch. Und danach, das ist die Singularität, und danach, bei jeder Verbesserung danach, wenn sie sich auch selbst verbessert, ist sie ja immer weiter schlauer als wir. Und damit wir als Menschen Schritt halten können und uns auch verbessern können, müssen wir nachrüsten. Sonst sind wir irgendwann mal die unterlegene Spezies. So, das war die eine Idee von Neuralink nach dem Motto, wenn wir nicht schaffen, die KI aufzuhalten, müssen wir mit ihr Schritt halten. Indem Ich wir würde selbst. sagen, das ist ein guter Schlusssatz. Ob wir da mithalten können, das werden wir sehen. Also meine Meinung ist, dass es so wie Sandra und auch Frank schon gesagt hat, und du auch, wir vermuten wohl alle, dass es schon weiter ist, als uns jetzt gezeigt wird. Das hast du ja auch schon bestätigt, dass es auch teilweise Sachen zurückgehalten werden, weil es einfach wahrscheinlich die Leute, die das gemacht haben, denken, wir wären noch nicht so weit oder für uns würde das als Mensch eben zu schnell gehen. Also ich finde, das sollten sie eigentlich den Menschen selbst überlassen. Man sollte uns alles bereitstellen, was bereitgestellt werden kann. Und jeder sollte das so nutzen, wie er das möchte. Das finde ich ganz wichtig. Manche möchten gar nichts damit zu tun haben mit KI. Das ist vollkommen okay. Manche arbeiten nur mit KI. Das ist vollkommen okay. Und so soll das ja auch sein. Und ich finde, wir haben heute also meiner Meinung nach wirklich über interessante Themen und auch Aspekte gesprochen, was jetzt die KI anbelangt. Und ich würde natürlich, wenn es euch recht ist, gerne noch mal mindestens einmal noch so eine Runde machen. Und Martin, wenn du dir die Zeit dazu nehmen würdest, ich würde mich freuen, nochmal eine Gesprächsrunde auch wieder KI versus NI machen. Dann mehr vielleicht auch auf die natürliche Intelligenz eingehen. Und was mich auf jeden Fall auch noch interessiert, was ich jetzt gelesen habe, es gibt ja die vier Typen der künstlichen Intelligenz und dass wir da vielleicht noch mal drüber sprechen, weil das würde jetzt da so dem auch anknüpfen, was du jetzt gerade als Schlusssatz gesagt hast. Wie weit ist die künstliche Intelligenz und wie weit geht sie an die natürliche Intelligenz oder inwieweit hat sie uns schon eingeholt? Deswegen möchte ich das gerne erstmal jetzt hiermit beenden und ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen dreien bedanken. Frank ist nicht in dem Video zugeschaut. Er hat gesagt, er hat ein paar Probleme. Aber er kann uns ja hören. Und Sandra, auch ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir Zeit genommen hast. Und natürlich Martin, ich finde es total super, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, uns dir da Fragen zu stellen, weil du bist halt der Fachmann auch Ja. hier drin. Und wir konnten jetzt endlich mal ein paar Fragen klären, was dem anbelangt. Ja, also mir ging das eben so. Und es gibt mit Sicherheit auch Zuschauer, die auch Fragen haben. Also schreibt es einfach mal in die Kommentare, was euch interessieren würde oder welche Themen wir vielleicht mal sprechen sollten, die euch interessieren. Und wenn ihr mögt, kommt gerne mit dazu in die Gesprächsrunde und könnt dann Martin auch gerne
selbst da die Fragen stellen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt oder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Eure Alex von Bewusstsein TV.